Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 951. Dieses Mal kommen die Spoiler von MangaHelpers.com und auf dem Cover sehen wir ein One Piece Stampede Color Spread. Der Titel des Kapitels lautet Rampage. Zuerst sind wir in der Blumenhauptstadt, wo Orochi einfach nur ausrastet, wieso noch keiner der Strohhüte gefangen wurde. So langsam geht ihm wohl ziemlich die Düse. Um die Kriminellen zu fangen, wird das Security Level in der Hauptstadt erhöht und Kopfgelder der Strohhutbande werden überall in der ganzen Hauptstadt aufgehangen. Die Kopfgeldposter sind sehr im japanischen Stil gehalten, also jeder der Strohhüte sieht echt aus wie auf so alten japanischen Zeichnungen. Sanji und Shinobu diskutieren über die momentane Situation auf einem Dach und das stelle ich mir verdammt lustig vor. Oder wird sicher eine sexy Szene mit Shinobu einführen, wo sich Sanji dann einfach nur ekelt. Ist keine Nami-Chan. Im Norden von Ebisu Town hat Nami eine Konversation mit Beppos Gruppe, welche der Gefangenschaft entkommen sind. Beppo überreicht ihr ein Papier, auf dem ein neuer geheimer Code drauf ist, welcher überall in den Zellen verteilt wurde. Nami ist der Meinung, dass sie sofort Kinemon davon wissen lassen sollte. Beppos Gruppe hat dann einen Flashback, wo Hawkins sie freilässt. Hawkins eskortierte wohl Law selbst in seine Zelle. Sie haben wohl in irgendeiner Form einen Deal abgeschlossen. Hawkins zerstörte nämlich die drei Strohpuppen von Beppo und den zwei anderen vor Laws Augen und hat sie so freigelassen. Vermutlich hat sich Law selbst gestellt im Austausch gegen die anderen drei. Law sagte aber zu den anderen, dass sie den Strohhüten nichts erzählen sollen, dass er gefangen wurde. Ja, Law, das ging wohl gründlich schief. Zwischen der Blumenhauptstadt und Kuri sehen wir Orochis Männer mit Postern in der Hand. Robin und Lysop haben wieder ihre Gesichter. Ashura Doji bringt sie zu einem verlassenen Hafen im Südwesten und zeigt ihnen ein Schiff, auf dem sie 1000 Männer unterbringen können. Die Frage ist nur, es hieß doch mal, dass diese Allianz wohl so ca. 5000 Mann bräuchte, um überhaupt im Kampf in Onigashima bestehen zu können. Wo oder wie kommen dann die restlichen 4000 Männer in Onigashima an? Müssen die alle schwimmen oder so? Hoffentlich mal sind da nicht so viele Teufelsfruchtnutzer mit dabei. Big Mom erreicht Onigashima. Sie frisst ununterbrochen Süßigkeiten. Die Desaster in Form von King und Queen sind auch da. Sie sagt zu Kaidos Männern, sie sollen ihr die Handschellen abnehmen. Dann taucht plötzlich Kaido auf. Ihre Handschellen fallen ab und sie hebt Napoleon auf, wo auch immer dieser plötzlich herkommt. Und Kaido und Big Mom fangen an zu kämpfen und kreuzen ihre Waffen ähnlich wie Shanks und Whitebeard damals. Ein riesiger Haki-Ausstoß kommt aus Onigashima heraus. King und Queen haben wohl verdammt viel Angst vor Big Mom. Und wir kriegen heraus, dass wohl Big Mom drei Rassen noch nicht in ihrer Familie hat. Zu einer dieser Rassen gehört auch King. Also ist es nun bestätigt, dass King zu einer eigenen Rasse gehört. Wobei wir hier sagen müssen, dass auch die Himmelsmenschen eine eigene Rasse sind. Die Frage ist nur, ob sie zu den drei Rassen gehören, die Big Mom noch nicht in ihrer Familie hat. Besser gesagt, ob Big Mom weiß, dass es eine Rasse im Himmel gibt. Wobei man ja sagen sollte, spätestens seit Urush sollte man Himmelsmenschen kennen. Deshalb denke ich, dass King immer noch zu den Himmelsmenschen gehören kann mit seinen schwarzen Flügeln und er sozusagen diesen gefallenen Engel dastehen soll. Naja, das waren auf jeden Fall die Spoiler zu One Piece Kapitel 951. Morgen kommt wie immer das Kapitel Review heraus. Morgen wahrscheinlich ein bisschen später, weil ich ziemlich lange Spätschicht habe. Naja, und nächste Woche wird es wohl kein Kapitel geben, weil da wohl in irgendeiner Form wieder Ferien oder Urlaub oder sonst was ist. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir uns morgen beim Kapitel-Review wiedersehen. Wenn euch dieses Spoiler-Video gefallen hat, dann wisst ihr ja wie immer Bescheid. Einmal einen Daumen nach oben, einmal einen Klick auf den Abo-Button, um mein Kapitel-Review morgen nicht zu verpassen. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß und haut rein und ciao!